Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ich möchte hiermit einen neuen Kurs ankündigen, den wir in Kürze beginnen werden, inshallah. Wir werden einen Grundkurs in der arabischen Sprache starten für Anfänger. Dieser Kurs richtet sich an Männer und Frauen, die zumindest das Arabische lesen können. Das heißt, sie müssen das Alphabet können und das Lesen beherrschen, auch wenn sie keine Profis darin sind, das ist nicht weiter schlimm. Das wird nämlich trainiert werden. Und wir beginnen diesen Kurs mit dem Lehrbuch Al-Arabiyatu Bayna Yadayk, was speziell für nicht-arabische Lerninteressenten verfasst worden ist. Es besteht aus 4 Teilen. Der Grundkurs widmet sich dem ersten Teil. Der erste Teil besteht aus zwei Teilen, A und B, wobei jedes Teil ca. 6 bis 7 Kapitel hat. In dem Grundkurs werden wir die ersten 6 bzw. 7 Kapitel bearbeiten. Das beginnt mit dem Kapitel des Kennenlernens. Also das Lehrbuch ist sehr stark gerichtet nach dem alltäglichen Leben. Wir beginnen mit dem Kennenlernen. Wir gehen weiter zum Familienleben, zum Wohnen und so weiter. Dieser Kurs wird online stattfinden über ein virtuelles Klassenraum. In diesem virtuellen Klassenraum werdet ihr anwesend sein, sowie der Lehrer. Ihr werdet das Buch eingeblendet sehen und die dazugehörigen Informationsmaterialien und Lernmedien. Des Weiteren werden wir über spezielle Kanäle miteinander kommunizieren und die Lernmittel austauschen. Der Kurs, es gibt noch keinen Starttermin. Wir sammeln erstmal Interessenten. Es wird entweder einen Unterricht pro Woche geben oder 2 Unterrichte. Wir werden das abstimmen. Auch die Unterrichtstage sind noch nicht bestimmt. Sehr wahrscheinlich werden die Unterrichte aber abends stattfinden, gegen 19 oder 20 Uhr. Das Buch, ich werde hier einige gängige Fragen beantworten. Das Buch werdet ihr als PDF erhalten, sowie die Vokabellisten und die Unterrichtsmedien werden alle in digitaler Form bereitgestellt. Es werden Live-Unterrichte sein, es sind keine Aufnahmen, das heißt, ihr seid dabei und wir können miteinander interagieren. Zusätzlich besteht aber auch die Möglichkeit für jene Teilnehmer, die verhindert sind an der aktiven Teilnahme, dass sie passiv teilnehmen an dem Unterricht durch die Aufnahmen. Die Unterrichte werden alle gespeichert und sind dann spätestens 24 Stunden nach Unterrichtsablauf im Online-Bereich, im Schülerbereich erhältlich zum Anschauen. Der Download ist nicht vorgesehen, da es sich bei dem Kurs um eine Art Abonnement handelt. Das heißt, ihr habt Zugang zu den Unterrichtsmaterialien, solange ihr dabei seid. Wer aussteigt, verliert damit auch den Zugang zum Unterrichtsmaterial. Aber weiteres findet ihr in den Vertragsbedingungen. Die Dauer des Kurses ist nicht fix, das ist abhängig vom Tempo der Klasse, aber für den ersten Teil, das heißt für die ersten 6 Kapitel, kann man mit 4 bis 6 Monaten rechnen, aber das ist auch davon abhängig, wie viele Unterrichte wir in der Woche haben. Genau. Was braucht ihr dazu, um an dem Unterricht teilzunehmen? Ihr braucht ein internetfähiges Endgerät. Am besten ist ein Computersystem. Tablets funktionieren auch. Auch Handys funktionieren, nur mit einigen Einschränkungen. Die aktive Teilnahme, beispielsweise die Bedienung der Tafel, ist dann natürlich etwas eingeschränkt. Und die Nutzung eines Handys verlangsamt das Ganze, die Unterrichtsgeschwindigkeit. Es ist eine monatliche Zahlung,
gezahlt wird immer am Anfang des Unterrichts, also am Anfang des Monats, des Unterrichtsmonats. Und die Kosten belaufen sich auf 36 € bei einer Stunde in der Woche und bei 56 €, falls wir 2 Stunden nehmen werden in der Woche. Und wie ich bereits sagte, der Unterricht ist geeignet für Männer und Frauen. Kinder unter 12 Jahren sind wahrscheinlich nicht, werden den Unterricht nicht richtig mitverfolgen können. Das heißt, der Unterricht ist nicht gerichtet an jüngere, an kleinere Kinder. Ihr müsst nicht aktiv dabei sein, ihr könnt passiv dabei sein. Das heißt, ihr könnt auch mit den Aufnahmen arbeiten. Eine Unterrichtsbeteiligung, eine mündliche Unterrichtsbeteiligung ist vorgesehen, aber keine Pflicht. Das heißt, wer sich scheut und deswegen nicht mündlich am Unterricht teilnehmen möchte, der ist nicht dazu gezwungen. Ja. Wer Interesse hat, der kann sich bei uns melden, eine kleine Message und wir sammeln die Interessenten. Sobald wir eine bestimmte Anzahl erreicht haben, werden wir weiteres besprechen, die Termine und so weiter. Ihr könnt uns kontaktieren über die E-Mail, das wäre dann kontakt@meinarabischkurs.de oder eben über Facebook, Instagram beziehungsweise auch über Telegram und WhatsApp. Bis später.